Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Stray. Wir kommen an in den Slums, Kapitel Nummer 4. Und nachdem die ersten drei Kapitel dann doch sehr überschaubar waren von den Sammelobjekten, sind es hier eine ganze Ecke mehr. Sind 36, 37, die wir hier uns insgesamt holen. Wie immer, ganz wichtig, erst einmal eine Kratzstelle suchen oder besser gesagt nicht wichtig, sie zu suchen, aber wichtig dran zu denken, einmal pro Level kratzen. Wir müssen in jedem Level kratzen, sei es an Teppichen, sei es an Bäumen. Einmal kratzen ist wichtig, macht das auf alle Fälle. Und das Gute ist, ihr könnt keine Sammelobjekte verpassen, denn wir können über Kapitelauswahl alles nachholen. Jetzt holen wir uns erstmal eine Trophäe, indem wir diesen kleinen Basketball hier in den Eimer da unten runter schubsen. Und damit haben wir die erste Trophäe freigeschaltet. Wir machen ja hier einen 100% Guide, bedeutet alle Sammelobjekte plus alle Trophäen, so dass ihr in einem Durchgang alles dabei habt. Wir haben insgesamt 4 Automaten herumstehen mit Energy Drinks, die brauchen wir dann, um gegenüber beim Händler oder besser gesagt jetzt halt hier nebenan beim Händler einkaufen zu können, denn der verlangt ja für einige Sachen im Austausch halt Energy Drinks. So, dann setzen wir uns hier nochmal die Papiertüte auf. Da gibt es später auch noch mehr Möglichkeiten. Wir nehmen gleich die erste Möglichkeit, wo das möglich ist, und bekommen die Trophäe Neugier ist der Katze tot. So, von hier aus geht es dann gleich weiter, wenn ich die Papiertüte abgesetzt habe, zu einem Safe. Die Kombination ist immer identisch, deswegen könnt ihr das einfach sozusagen von mir kopieren. Ansonsten müsst ihr normalerweise euch das erst übersetzen lassen, diesen Zettel, den wir da gerade eingesammelt haben. Aber hier kommt der Code für euch. Einmal zum Miteintippen 1283. Und in dem Safe ist das Notenblatt Nr. 8 drin. Wir brauchen insgesamt 8 Notenblätter, um die dem Musikant, der hier gerade neben uns ist, zu geben. Dann bekommen wir später dafür ein Abzeichen und auch eine Trophäe. So, dann werden wir ein bisschen kuscheln. Das werden wir in späteren Kapiteln auch noch machen. Hier gibt es 4 Kuschelstellen. Anschmiegen habe ich es einfach genannt. Das war eben gerade schon die erste. Von hier aus rennen wir direkt los. Ich habe das sowieso hier alles am Stück gemacht. Ich habe nur nachher einmal so 1-2 Schnitte drin, aber die merkt ihr gar nicht großartig, so dass das vom Ablauf her relativ gut und easy für euch zu laufen sein sollte. So, weil Anschmiegen 2 und 3, das sind direkt die beiden Roboter, die hier an der Tonne stehen und sich wärmen. Wir haben frierende Roboter, ich denke da jetzt nicht drüber nach. Gut, wieder zurück an diesem Ölschild, das ist eine gute Variante, um sich zu orientieren, finde ich, dieses Ölschild dran vorbei und dann hier hinten zu der Dame werden wir später nochmal zurückkommen. Jetzt kuscheln wir erst einmal, einfach weil es möglich ist. Wie gesagt, wir rennen da nachher eh nochmal hin, aber das Level ist jetzt nicht so groß. Da kann man ruhig den einen oder anderen Weg so ruhig doppelt machen, das macht gar nichts, weil es halt einfach direkt in der Nähe ist und von hier aus geht es halt auch direkt gleich um die Ecke zum Energy Drink Automaten. Also da sollte ja das Ganze relativ schnell abgefrühstückt sein für euch, dass ihr hier wirklich alles mitnehmt. Und gerade so die Energy Drink Automaten hatte ich gestern schon gelesen in den Kommentaren, dass man dort dann teilweise doch auf der Suche war nach dem einen oder anderen. Und deswegen gibt es hier gleich den dritten. Und zwar, wenn wir von hier aus zurückkommen, geht es hier gleich so eine Treppe hoch in dieser kleinen dunklen Gasse. Hier haben wir erstmal den Energy Drink Automat und ihr seht es, direkt daneben haben wir dann gleich Erinnerung Nummer 5, die wir uns einverleiben können in unser kleines Katzenhirn oder in das Robohirn oder in den Rucksack, wo auch immerhin Erinnerung Nummer 5 merken. So, von der Erinnerung geht es weiter zum nächsten Notenblatt rüber. Ja, das ist hier so eng mit diesen Gassen, so rechts, links, hin, her. Ist auch schwer, das ehrlich gesagt mitzukommentieren, was ihr am besten machen solltet. Auf alle Fälle müssen wir hier an die Tür klopfen. Da steht ja auch dran auf dem Zettelchen, wenn wir das übersetzen, wenn wir das einmal B12 sagen. Aber dann kratzen wir hier an der Tür, was halt nicht zu dem normalen Kratzen zählt, um dann eingelassen zu werden, und gleich geradeaus rennen wir auf das Notenblatt drauf zu und von hier aus können wir auch dann gleich wieder direkt nach links abbiegen. Hier links geht so eine kleine Treppe nach oben
und dort finden wir hier direkt an der Blume Erinnerung Nummer 7. So, von Erinnerung 7 weiter zur Erinnerung Nummer 3. Und dazu gehen wir hier wieder durch das Rollo. Durch das Rollo natürlich nicht wirklich. Wir ziehen das erstmal runter mit unseren Katzenpfoten. Und dann schnellt es nach oben und wir können raus in die Freiheit. Und dann gehen wir hier in diesen kleinen Raum rein. Direkt auch wieder die Treppe nach oben. Und dann haben wir hier auf dem Tisch die nächste Erinnerung liegen. Oder die nächste Erinnerung ist vorhanden, liegen ist jetzt vielleicht nicht ideal. So, und dann geht es direkt zum Notenblatt. Das ist hier gleich nur 2 Schritte weiter. Auf dem Tisch liegt das Notenblatt Nummer 5. Deswegen, wie gesagt, hier alles so schön am Stück, dass ihr da hoffentlich die ganzen Sachen alle so findet. Es gibt ja keine Ingame-Map, aber wie gesagt, der Level ist so klein, das braucht man, glaube ich, auch die Map nicht unbedingt. Klar, man hat natürlich diese 1000 Stellen, wo es hoch und runter geht, was ein bisschen verwirrend sein kann. Aber wenn man das 2, 3, 4 Mal gemacht hat, dann ist man da auch schon relativ sicher, von wo es nach wo geht. So, da oben das offene Fenster ist unser Ziel, denn dort befindet sich Notenblatt Nummer 6. Und zwar einmal geradeaus durch diese Holztür hindurch, diese Schiebetür, und dann direkt hier in dem kleinen Regal neben dem Bettchen Notenblatt Nummer 6. Und dann kommen wir jetzt auch zum ersten Notizbuch. Die Notizbücher müsst ihr ja sowieso für den Storyverlauf einsammeln. Das ist hier das von Clementine, aber wie gesagt, für den Storyverlauf sind die sowieso einzusammeln. Daher habt ihr sie wahrscheinlich, aber sie gehören natürlich mit zu den Sammlerobjekten und sind deswegen auch natürlich hier mit im Video drin. So, und dann wieder raus aus dem Raum. Wie gesagt, das war auch am Symbol zu erkennen, übrigens, dass das Notizbuch da ist. Und jetzt möchte ich einmal hier nach unten, bitteschön. Und dann geht es vielleicht direkt wieder hier rüber über dieser Leuchtreklame. Und da hinter dem Schild, da wartet die nächste Erinnerung, ein bisschen versteckt hinter dieser Satellitenschüssel, ist einfach nur ein U oder so. Eine alte Leuchtreklame, dort gibt es die erste Erinnerung. So, damit kommen wir zum nächsten Notenblatt an dieser Stelle. Notenblatt Nummer 2. Wie gesagt, 8 Stück gibt es insgesamt an der Zahl. Dafür gehen wir wieder den Weg zurück, den wir gerade gekommen sind. Relativ weit zurück. Wie gesagt, Wege sind manchmal ein kleines bisschen doppelt. Ist nicht zu vermeiden, aber ist auch nicht schlimm. So, hier auf diesen kleinen Balkon drauf und dann hier auf dem Tisch ist das Notenblatt. So. Da haben wir das Notenblatt Nummer 2. Und damit kommen wir auch dann zum letzten Energy Drink. Wie gesagt, 4 Stück, die wir alle für den Händler brauchen. Ich werde nachher den Händler 2-mal aufsuchen, weil ich da noch nicht alle Energy Drinks hatte. Wie gesagt, das habe ich so ein bisschen zusammengeschnitten vom Weg her. So, da drüben sind die beiden Automaten. Und da müssen wir rüber zu den roten Lampions. Da seht ihr schon unten den Automaten stehen. Der letzte, wie gesagt, damit haben wir 4 Energy Drinks auch beisammen. Und können uns dann gleich hier an die nächste Trophäe machen. Und zwar haben wir ein Sofa, wir haben einen Fernseher und wir werden einmal durch alle Sender durchzappen. Also einfach immer wieder Dreieck drücken, bis die Trophäe kommt. So, Trophäe ist da, damit können wir uns ans nächste Notenblatt machen. Notenblatt Nummer 7 wartet auf uns. Einmal über das Sofa,
zu dem Leuchten hin. Und an dem blauen Symbol wissen wir auch gleich wieder, dass wir hier auch gleich ein Notizbuch finden werden. Wir haben hier irgendwo ein Klavier zwischen den Buchregalen versteckt. Und an dem Klavier, wie zu erwarten, ist natürlich ein Notenblatt. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur das Notenblatt, sondern es gibt auch das Notizbuch. Dafür müssen wir erst einmal in diesen kleinen Raum, der hinter den Büchern versteckt ist. Dort gibt es einen Schlüssel mitzunehmen. Da ist der kleine Raum, von dem ich rede, einmal hier rüber. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite, setzen wir B12 ein, sagen übersetzen und bekommen den Schlüssel zum Safe. Und jetzt gilt es noch, den Safe zu öffnen, und der ist versteckt hinter wieder drei Bücherstapeln. Da müssen wir einfach nur drauf springen, dann fallen die Bücher um. Da sind sie. Auf hier sind sogar vier Stapel. Sind sogar vier Stapel. So. Dann fällt alles um und wir können den Tresor benutzen mit dem Schlüssel, den wir gerade aufgenommen haben. So, damit haben wir das nächste Notizbuch. Ich habe das hier so gemacht, dass ich das nummeriert habe nach den Notizbüchern, wie wir sie aufsammeln. Als nächstes kommt der Super Spiritus Reiniger. Dafür müssen wir bösartig sein. Und zwar, ihr habt ja vorhin schon vielleicht ein paar Mal gesehen, die beiden Jungs, die sich da die Farbeimer zuwerfen. Und da gab es auch den Kommentar, oh, lenk uns nicht ab, ne? Sonst ist jemand schusselig und lässt was fallen. Und genau das möchten wir nämlich, indem wir hier Dreieck drücken, und dann können wir ihn nämlich anmiauen. Und das Ganze im richtigen Augenblick. Oder ihr drückt einfach Kreis immer wieder. Das könnt ihr auch so machen. Dann fällt ihm die Farbe runter. Unten kommt ein Fred raus. Und wir haben die Tür offen, um dort den Super Spiritus Reiniger zu holen. Den wir, wie gesagt, dann wieder für den Händler benötigen, um dort einzukaufen. So, da haben wir das Super Spiritus Reinigungsmittel und jetzt geht's ab zum Händler. Denn beim Händler, wie gesagt, können wir mehrere Dinge kaufen. Wir können ein Notenblatt kaufen, wir können dort eine Erinnerung kaufen, wir können dort ein Stromkabel kaufen, und das Stromkabel wiederum öffnet uns die Wege zum Poncho. So, erstmal nehmen wir das Stromkabel hier in der Mitte. Wie gesagt, ihr könnt jetzt gleich rechts und links einkaufen. Ihr habt schon alle vier Energy Drinks. Ich hatte sie nicht, deswegen konnte ich hier nicht komplett beim Händler einkaufen. Ihr könnt jetzt also gleich alle drei Items euch hier holen an dieser Stelle, wenn ihr dem Guide bisher so gefolgt seid, weil ihr dann, wie gesagt, alle Items beisammen habt, um hier shoppen zu können. Wir geben ihm jetzt erstmal das Reinigungsmittel für das Stromkabel. Und ich werde dann halt später nochmal zurückkehren, wenn ich dann halt wirklich alle Energy Drinks habe. So, dann nehmen wir das Notenblatt hier noch mit. Das ist nämlich günstig. Und dafür braucht man nämlich nur einen Energy Drink. So, damit haben wir Notenblatt 4 von 8 erhalten. Und jetzt holen wir uns den Poncho. Damit müssen wir zu der Dame zurück, zu der Dame, warum sage ich Dame? Aber es kommt mir vor wie eine ältere Dame, sie heißt ja auch Oma, wo wir vorhin schon mal uns angekuschelt haben. Und der geben wir jetzt, da sagen wir Treffen, und geben ihr dann das Stromkabel, und als Dankeschön gibt es dafür einen Poncho. So, nachdem wir den Poncho erhalten haben, holen wir uns das vorletzte Notizbuch. Wie gesagt, das ist storybezogen, müsst ihr sowieso machen, aber so braucht ihr auch gar nicht großartig herumsuchen, ne? Also das ist auch das Gute an der Geschichte. So, wieder zurück sozusagen zum Haupthub, nenne ich es einfach mal da vorne, der Kreis der Roboter, und dann klettern wir wieder hier nach oben, so darüber und dann noch höher. Da seht ihr wieder die beiden, die ihre Farbeimer hin und her werfen. So, wo muss ich dann genau hier? Neben dieser Eimerrutsche einmal hier hoch. Und dann können wir nämlich hier einen Stecker ziehen. Auf der einen Seite die
Stromversorgung ausschalten und können dann hier durch diesen Ventilator hindurchspringen, weil der ja dann aus ist und nicht mehr Kittikat aus uns macht. So, da sind wir. Und dann müssen wir hier einmal nur die Kisten umstoßen. Ja, Kisten, Stapel an Schuhkartons, wie auch immer, stoßen die alle um. Und als Belohnung gibt es das vorletzte Notizbuch. So, und von hier aus wieder raus über das Rollo oder durch das Rollo, wie auch immer. So, nach unten. Unter euch seht ihr schon die Erinnerung leuchten. Da müssen wir uns nur noch hinbewegen. Dann haben wir Erinnerung Nummer 6, die wir hier mitnehmen können. Eine Data-Erinnerung haben wir auch schon bald komplett, ist nicht mehr allzu viel, was da fehlt. Holen wir uns gleich die nächste Erinnerung, Nummer 4, von dem Musiker an der Wand von dem Graffiti, wieder nach oben wollte ich, bitteschön, ein kleines Kätzchen, da auf die Lüftung drauf, dankeschön, auf die Klimaanlage. Weiter hoch, darüber. So, da sind wieder die beiden Fritz, wenn der Farb einmal, wie gesagt, so groß ist der Level nicht. Und wir gehen dran vorbei. Klettern dann hier weiter nach oben. Hier ist es jetzt wichtig, ne? Das hier ist storybezogen, wo wir jetzt hier hinkommen, das ist storybezogen. Gebt Momo nicht die Notizbücher, jetzt noch nicht, weil nämlich sonst der Level, ja, wir haben ja alle Notizbücher beisammen, der Level würde sozusagen, kann man sagen, beendet werden und ihr könnt den Rest nicht machen und das wollen wir ja vermeiden, also deswegen gebt ihm jetzt nicht die Notizbücher, ganz wichtig, sondern gleich, wenn wir unsere Katze wieder steuern können, gehen wir einfach geradeaus an ihm vorbei, sagen, hör, wer bist du? Und benutzen erst einmal hier die Erinnerung, nehmen die mit. Dann raus einmal hier ins Dunkle hinein, also auch in dem Raum von Momo noch. Hier auf dem Regal liegt das Notenblatt Nummer 1. Und jetzt zeigen wir Momo die Postkarte. Ne? Also ihr zeigt ihm jetzt nur die Postkarte, nichts anderes. Ne? Nicht die Notizbücher, ihr zeigt ihm jetzt die Postkarte. Und dafür erhalten wir dann erst einmal das letzte Notizbuch. Und jetzt müssen wir leider ganz zurück. Wie gesagt, die Erinnerung Nummer 2 könnt ihr euch vorhin schon geholt haben, wenn ihr die Energy Drinks direkt beim Händler eingelöst habt. Ich muss da jetzt nochmal hin. Aber das macht gar nichts, weil wir sowieso jetzt auch erst das letzte Notenblatt haben. Und daher müssen wir also dorthin sowieso zurück, um noch das Abzeichen und die Trophäe mitzunehmen. Die Miaulodie, ne? Ich glaube, so hieß es. Erstmal, wie gesagt, ich habe jetzt hier einen relativ blöden Weg genommen. Und zumal die Katze jetzt auch nicht zweimal nicht dahin gesprungen ist, wo ich wollte, aber es macht nichts, wie gesagt. Level ist klein, einmal nach unten, sozusagen einmal im Kreisrennen, wieder zurück sein am Haupthub, dort, wo der Wächter ist, dort, wo der Händler ist, dort, wo der Musiker ist, da sind sie. Wir haben auf der rechten Seite den Händler. Da holen wir uns jetzt die letzte Erinnerung ab. Und zwar, indem wir ihm dafür 3 Energy Drinks geben. Wir brauchen aber nur einen auszuwählen. Er nimmt dann automatisch alle 3. Und damit haben wir die Erinnerung dann hier freigeschaltet. Und sind dann hier auch gleich im Level fertig. 5 wird dann wieder kürzer, kann ich euch schon mal darauf hinweisen. Das wird nicht so lang. Ich glaube, 6 war wieder lang, glaube ich.
So, und jetzt haben wir alle Notenblätter, wir haben alle Erinnerungen, jetzt geht es rüber zum Musiker. Dem Musiker müssen wir jetzt alle Notenblätter geben und jedes Mal spielt er uns als Dankeschön für das Geben des Notenblatts einen Song. Das Ganze habe ich natürlich dann hier abgekürzt, indem ich ihm hier halt nur die Notenblätter gebe und den Song dann, den wunderschönen Song rausgeschnitten habe. Und wir hier einfach nur, wie gesagt, alle 8 Notenblätter abgeben, um dann die Trophäe zu erhalten und das Abzeichen zu bekommen. Fürs Abzeichen gibt es übrigens, glaube ich, keine Tracking-Möglichkeit. Das sind ja die Abzeichen für den Rucksack. Ich glaube, da hat man keine Möglichkeit zu sehen, ob einem da noch was fehlt oder nicht. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, wenn ihr meinen Guides folgt, sollte auch das für euch kein großes Problem darstellen. So, Notenblatt 4 von 8. Ich glaube, das ist das letzte. Ja, genau. Als Zeichen meines Dankes gibt es das Musikabzeichen und Miaolo D freigeschaltet die Trophäe in Silber. Und damit kommen wir zum letzten Objekt hier in Kapitel Nummer 4, den Senderempfänger. Das ist auch wieder storybezogen, das müsst ihr machen. Und das ist der Moment, wo wir diesmal Momo halt dann auch die 3 Notizbücher geben, was ich euch vorhin schon angekündigt habe, oder besser gesagt, die Notizbücher geben. Und als Dankeschön gibt es dann den Sendeempfänger und wir gehen weiter zu Kapitel Nummer 5. Das war's hier von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch geholfen. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen ist, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. I'm not sure.